Eine der wesentlichen Aufgaben in Excel ist ja das Rechnen. Excel soll mit Formeln und Funktionen die gewünschten Ergebnisse liefern. Es kann aber vorkommen, dass beispielsweise für eine Formel folgende Fehlermeldung aufschlägt. Und zwar, dass der Bezug fehlt. Was kann man da machen und wie geht man damit um? Das sehen wir uns nun in diesem Video näher an. Ich habe hier ein Beispiel vorbereitet. Wie man sehen kann, habe ich vier Spalten. In einem befindet sich das Land, der Preis, die Menge und der Umsatz. Des Weiteren habe ich eine besondere Zeile, und zwar der Aufschlag, den ich zum Preis hinzugebe. Wie man sieht, wird zu dem aktuellen Preis noch ein Aufschlag von 1,15% hinzugefügt. Nun, bei einem fehlerhaften Bezug in Excel ist es erst einmal ärgerlich. Meistens wird diese Fehlermeldung dadurch verursacht, weil der Bezug in Excel gelöscht wurde. Sehen wir uns das nun an, wenn ich diese Zeile lösche, erhalte ich nun genau diese Fehlermeldung. Klicke ich nun auf die Formel, sehe ich, dass der Bezug zu diesem Aufschlag von 1,15% fehlt. Das bedeutet, ich muss nun diese Zeile wieder hinzufügen, um die Formel wieder funktionstüchtig zu machen. Falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einen Kommentar. Ich freue mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Tschüss und bis bald.